Was ist denn jetzt eigentlich ein Schachgroßmeister? Ja, also ein Schachgroßmeister, das ist der höchste Titel, den es im Schach gibt. Also unter Weltmeister natürlich. Weltmeister ist noch höher. Und auf der Welt gibt es ungefähr so 1000 Schachgroßmeister. Das sind praktisch immer so die besten Spieler, die es auf der Welt gibt. Und wie kann man zum Schachgroßmeister werden? Da muss man Schachturniere spielen, also so internationale Turniere, wo sehr gute Spieler mitspielen. Und dann wird genau ausgerechnet, wie viele Punkte du brauchst, weil wenn du gewinnst, kriegst du einen Punkt, wenn du verlierst, kriegst du leider gar keinen. Ja. Den entschiedenen halben, und wenn du gegen andere sehr gute Spieler spielst, dann wird ausgerechnet, dann brauchst du eine bestimmte Zahl, also von 7 Partien, die du gewonnen hast. Und wenn du das bei einem Turnier so ein super Ergebnis geschafft hast, dann kriegst du eine Großmeister-Norm, heißt das. Und wenn du 3 so Normen geschafft hast, dann kriegst du den Titel Schachgroßmeister. Und das Gute daran ist, du behältst ihn dein Leben lang, egal was dann passiert. Wenn du total dusselig wirst, den Titel behältst du trotzdem. Und so bist du auch zum Schachgroßmeister geworden, oder? Ja, ich habe ziemlich lange dafür gebraucht. Also ich bin erst relativ spät, so mit 28 Jahren, als Schachgroßmeister geworden. Du hast doch ein ganz tolles Buch geschrieben, wo die Kinder Schach spielen lernen können. Und wie hast du das gemacht? Ja, danke Lucy, freut mich, wenn es dir gefällt. auf die Idee hat mich meine Tochter Alina gebracht, weil wir sie ganz... Wie sie praktisch geboren wurde, habe ich gedacht, dass es nicht schade ist, dass ich gar kein so tolles Schachbuch für Kinder kenne. Und dann hatte ich die Idee, ich wollte es für die Kinder halt nicht so langweilig machen, sondern ein bisschen spannender. Und das ist die Geschichte von einem ganz kleinen Bauern, weil die Alina war damals ja auch noch ziemlich klein. Und der Bauer ist am Anfang auch die schwächste Figur. Und der ist am Anfang, kann man sich vorstellen, dass er so ganz schüchtern ist und die anderen, die schubsen ihn so rum und nehmen ihn nicht so ernst und sind eher etwas gemein zu ihm. Aber der kleine Bauer, der hat Power. Weil mit jedem Schritt, der er weitergeht, wird er ein bisschen mutiger und selbstbewusster und stärker. Und der hat ja eine magische Fähigkeit, der kleine Bauer. Der kann sich nämlich verwandeln am Schluss. Und so geht es in der Geschichte. Und die anderen Figuren helfen ihm alle. Und dann verwandelt sich der Bauer in eine Königin und rettet das Weiße Reich. Das ist die Geschichte. Aber wieso nicht ein König? Ja, das ist eine sehr gute Frage. König oder Bauer? Das gibt es nämlich, hast du völlig recht, das gibt es nicht mal im Märchen, dass ein Bauer... Ein Bauer verwandelt sich manchmal in einen Prinzen oder in einen König, aber eine Königin ist komisch, oder? Ja, das liegt daran, dass früher im alten Indien, wo das Schach herkommt, da gab es nämlich noch gar keine Königin im Schach, sondern das war der Berater vom König. Und wenn so ein einfacher Soldat, das waren praktisch die Bauern, wenn der ganz tolle Heldentaten vollbracht hat und ganz mutig war, dann wurde er befördert, dann konnte er praktisch Berater vom König werden. Also praktisch die Königin. Naja, noch nicht. Das gab es damals noch nicht. Aber später, wie das Schach dann zu uns gekommen ist, das ist ja durch viele Länder gewandert, das ist dann über in Indien, da haben sie es erfunden. Dann kam es über Arabien, Persien, Spanien, so ganz langer Weg zu uns. Und dann im Mittelalter, also wo es die Ritter bei uns gegeben hat, da haben die auf einmal das Schach noch cooler gemacht. Da haben sie gedacht, ja, da brauchen wir noch mehr Action. Und dann der Berater vom König, diese alte indische Figur, der war nicht ziemlich schlapp, der konnte gar nicht viel machen. Und da gab es aber zu der Zeit, gab es so ein paar Frauen, die totale Power gehabt haben. Das war die Königin von Spanien, das war vielleicht so der mächtigste Mensch auf der Welt. Und dann haben sie gesagt, hey, da brauchen wir auf dem Schachbrett auch so eine Figur. Und dann haben sie aus dem Berater die Schachkönigin gemacht. Und die ist die allerstärkste, die hat die allergrößte Kraft jetzt auf dem Schachbrett. Deswegen kannst du auch rückwärts und so anzeigen gehen. Und drum, der Bauer, der sich früher eben eigentlich in einen Berater verwandelt hat, jetzt verwandelt er sich in eine Königin. Das ist die Erklärung, warum es scheinbar so ein bisschen komisch ist, dass ein Bauer eine Königin wird, weil früher war es ein Berater. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist die Belohnung für einen Bauern, wenn er ganz mutig ist.